DVS TV, in dieser Woche mit folgenden Themen: Virtual Trainer von EWM, Abicor Binzel weiter auf Expansionskurs, DVS-Plakette für Professor Dilthal und Klebstoffe für Handy-Displays. Schön, dass Sie wieder bei uns reinschauen. Dass virtuelle Schweißsysteme einen wertvollen Beitrag zur praktischen Ausbildung leisten können, vom Schweißer bis zum Hochschulabsolventen, darüber haben wir bereits mehrfach berichtet. Kein Wunder also, dass die Entwicklung dieser Systeme rasant fortschreitet. Ein neues System von EWM ermöglicht das Einrichten eines anwenderbezogenen Lehrplans mit individuellen Trainingszielen. Dabei verzichtet das System auf den sonst oft üblichen Helm. Herr Ivanov, EWM bietet einen neuen Virtual Welding Trainer an. Für welche Verfahren wurde das System entwickelt? Also das System bietet die Möglichkeit, die drei gängigsten Schweißverfahren zu trainieren. Angefangen mit WIG, über MIG-MAG bis zum WIG-Schweißen. Besonderheit ist, beim Elhan-Schweißen wird auch das Abschmelzen der Elektrode mit berücksichtigt. Das heißt, es ist ein echtes 3D-Modell des Schweißvorganges. Und auch beim WIG-Schweißen wird da auch mit einem abschmelzenden Zusatzwerkstoff gearbeitet. Welchen besonderen Vorteil hat denn der Einsatz eines solchen Virtual Welding Systems? Genau durch diese Unterteilung der einzelnen Bewegungen wird die Lerneffizienz deutlich gesteigert. Das heißt, es wird vermieden, dass zum Beispiel in der Schweißkabine ohne Beobachtung durch den Lehrschweißer sich falsche Bewegungen einschleichen, in dem Muskelgedächtnis des Schweißers einschleichen und dann später nochmal korrigiert werden müssen, was ein zusätzlicher Aufwand ist. Bei diesem System fängt der Schweißer quasi frisch von Null auf, kann die Bewegungen sauber lernen und ausführen und erst dann mit sauberen und klaren Bewegungen kann er dann in die Kabine reingehen und schon den richtigen Brenner in der Hand nehmen. Mit der ersten eigenen Niederlassung im Mittleren Osten legte Abicor Binzel den Grundstein für die weitere Expansion in dieser Wachstumsregion. Wir sprachen dazu mit Abicor-Geschäftsführer Professor Schubert. Herr Professor Schubert, Abicor erweitert aktuell die Auslandsaktivitäten sehr stark. Ja, für uns ist es sehr wichtig, neben neuen Produkten eben auch ständig in neue Märkte zu gehen. Und wir haben uns deshalb entschieden, uns im Bereich Mittleren Osten weiter auszudehnen und deshalb im April eine neue Tochtergesellschaft, Abicor Binzel Middle East, in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründet. Wie entwickelten sich denn die Aktivitäten in diesem Raum? Ja, bisher sehr gut. Es wird sehr viel geschweißt, nach wie vor sehr tätig die Bauindustrie, gerade in den Emiraten, auch in Saudi-Arabien. Aber wir nutzen diese neue Gesellschaft auch als Hub quasi für den gesamten Mittleren Osten und beliefern von dort aus dann die umliegenden Märkte neben Saudi-Arabien eben auch Iran, Irak und Pakistan. Sind denn die Gründung weiterer Auslandsgesellschaften geplant? Nun, wir bauen weiter vorsichtig aus und planen natürlich weiter. Und ich darf Ihnen vielleicht heute schon verraten, dass wir Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich in Kasachstan eine weitere Vertriebsgesellschaft eröffnen werden. Von der aus wir dann den Raum Zentralasien, also die Länder auch rund um Kasachstan, bedienen möchten. Anlässlich der Jahresversammlung im Rahmen des DVS-Kongresses im September in Hamburg erhielt Professor Ulrich Dilthal die Ehrenplakette des DVS, die höchste Auszeichnung im Verband. Der Aachener Hochschullehrer engagiert sich seit Jahrzehnten in den Gremien des DVS in Forschung und Technik. Als Vorsitzender des Ausschusses für Technik hat er jahrelang Standards für die technisch-wissenschaftliche Gemeinschaftsarbeit im DVS gesetzt. Und er setzte sich stark für die Förderung des akademischen Nachwuchses im Verband ein. Als amtierender Präsident des IIW International Institute of Welding wird er zudem wesentlich an der Planung des IIW-Kongress 2013 in Essen beteiligt sein. Die Displays moderner Smartphones bestehen aus verschiedenen Schichten, die miteinander verklebt werden. Die Verklebung soll neben der Reflexion und dem Beschlagen auch eine Verschmutzung zwischen Touchpanel und Abdeckung verhindern.
Hierfür sind spezielle Klebstoffe gefordert, die vor allem hohe Anforderungen an die Transparenz erfüllen müssen. Für die Entwicklung optisch klarer, lichthärtender Klebstoffe zur Displayverklebung wurde Delo jetzt mit dem Radtech Award ausgezeichnet. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Woche berichten wir vom Balinger Schweißforum rund um das Thema Arbeitsschutz.